kurz gedanklich zurück. Wie wird der angetrieben? Der wird da durch... Durch das Licht. Ich kriege aber den zweiten Dings nicht. Warte, kurz nochmal Umdenkprozess. Ganz kurz Umdenkprozess. Ganz kurz Umdenkprozess. Ich brauche dann einen Ventilator. Bin ich mal gespannt, was du gerade überlegst. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Aber es könnte. Brauche ich. Hab keine Ahnung, ob das funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. Der rammelt drauf. Der konnte das Ding nicht sehen, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich richtig liege. Wenn ich den ein Stückchen höher setze. Der muss ja damit verbunden sein. Ich glaube, ich verzettel mich gerade. Das wird gerade nicht so, wie ich mir das gerade vorstelle. So. Nicht an die Stelle, wie ich ran dachte. Ich wollte von dem da hinten, ne, hier rüberlegen, aber der wird von der Stelle nicht bis hochkommen. Selbst wenn ich nach hinten gehe, ich müsste echt jetzt doch. Warte. Mal kurz umplanen. Noch mal kurz probieren. Ja, wenn ich vielleicht mit dem anderen rankomme, kann ich den ja vorerst mit Strom versorgen. Extra mal ohne Stein. Aber ich krieg ihn ja nicht mit Strom versorgt, ne? Maximal vielleicht, wenn... Da brauche ich einen Block drüben. Ja. Auch hier? Na, da kriegst du ihn gar nicht. Ja, ich müsste ja... Also hier könnte es was werden. Wir könnten den dann hier anschließen. Da müsste ich einen Block nochmal mit rüber schieben. Aber das Problem ist bloß, wir können den anschließen, aber ich kriege ja da erstmal kein Licht drauf. Das ist das Problem. Ich kriege ja kein Licht drauf. Und wenn du einen Lichtverteiler auf eine Kiste schweben lässt... Ja. Und das ist vollkommen richtig, Daniel.
Dafür muss ich aber hier die Kiste, Ventilatorin, Kiste drauf, das Ding drauf. Logisch. Dann kann ich das Ding hochfahren, muss aber darauf auf das Ding Strom geben, damit der Ventilator angeht. Um dahin Strom. Und da ist es das Problem. Ich muss da erstmal den Strom drauf kriegen. Ich habe aber nur einen Lichtverteiler, den ich verwenden kann, der da gerade hingeht. Verstehst du? Das ist das kleine, feine Problem, was wir hier haben. Wir müssen irgendwie hinkriegen, dass das Ding mit hochfährt und direkt vor der Tür leuchtet. Dann können wir das ein bisschen angehen. Aber so ist es gerade. Wir könnten noch eine Kiste mit rüber schieben, ja? Jetzt alles. Ich markiere noch mal alles, ne? Mhm. Egal, ob wir es gebrauchen können oder nicht. Ich hau's einfach rein. Okay. Der kann auf alle Fälle das. Er kriegt's gerade so drüber. Also er bekommt das. Aber er braucht halt Energie. Ja, er muss es hinschicken, richtig. Er muss die Energie hinschicken. Alles gut, Corinna. Alles in Ordnung. Wir könnten den zweiten mit hergeben. Dann aber auch nur mit Kiste. Ja, ja, dann hätte er die andere Kiste vorhin gleich mit dem anderen Ding rüberkommen müssen. Damit nicht eine Kiste umsonst weg ist. So, und da müssten wir nochmal zurücksetzen. Wir könnten das nochmal beides hier rübergeben. Dann könnten wir hier eine Lichtdings hinsetzen, was nach vorne leuchtet. Und wie willst du selber rüberkommen? Da sind wir nämlich wieder beim selben Thema. Warum bin ich noch drüben? Ah, ne, stimmt, wir waren nicht mehr drüben gewesen. Aber jetzt haben wir doch auch das. Ah, ne, wir haben nur ein Licht. Sobald. Die zweite Kiste und das zweite Ding drüben ist. Ne, es geht jetzt nur um das Lichtteil, nicht das zweite Ding. Aber das Ding hält da hinten noch das Licht offen. Ich könnte das Ding wegnehmen, also wenn müssten wir eh nochmal neu zurücksetzen. Sonst wird das nichts. Hm. Mal grüben.
So, Entschuldigung. War eine richtige Sprachnachricht von der Familie. Muss ich kurz nachgehen. Kein Licht dahin. Das läuft ja wunderbar. Das kommt an. Aber wir müssten erst irgendwie darüber Licht kriegen. Ich habe keine. Habt ihr noch Ideen, Leute? Also ich bin hier bei dem Ort völlig überfragt. Weil uns fehlt einfach ein Teil. Irgendein Teil fehlt uns, find ich. Mit einem weiteren Gerät könnten wir hier noch ein bisschen was schaffen, aber so. So. Haben wir alle Blöcke? Hatten wir nicht zwei? Mal zwei Schläge drauf, ne? Mhm. Wir können es halt nur noch mal probieren, dass wir beides noch mal rüberschicken, so wie vorhin. Und dann von drüben noch mal gucken, ob wir das mit einer Kiste hinkriegen. Aber ich glaube nicht, dass wir den Anschluss halt hinkriegen. Ach Quatsch, das ist drin. Ne, ich brauche ja Ventilator. So, aber dann nehme ich das nochmal mit. Sicherheitshalber, wissen wir nie. Hm. Was haben wir übersehen? Hast du alle wieder lose gehabt? Ja, ich hab die anderen verbinden. Hab die anderen irgendwie verloren. Hallöchen, Oktobusch. So, jetzt ist das da drüben. Wir probieren es hier nochmal. Uns geht's ganz gut. Wir sind nur leicht am Verzweifeln. Ganz dezent. Wir kommen zwar drüber, aber ich krieg keine. Wir haben den da oben vergessen, ne? Die Verbindung funktioniert, aber ich krieg kein muss da erst vorher Strom drauf kriegen. Was muss man da machen? Man muss mit diesen Geräten hier, also die Geräte können, mit denen kann man Lichtstrahlen senden und um dann wieder die entsprechende Türen hier aufzukriegen, also blau strahlt blau, rot, rot und so weiter und so weiter. Zumindest war Kim heute Vormittag shoppen. Ja, einkaufen, normales Einkaufen. So, und das Ziel ist halt entsprechend die Türen aufzukriegen, damit wir hier hinten an, also hier hinten ist ein kleines Teil drin, da müssen wir rein und das brauchen wir. Das ist das allerletzte Teil von dem Spiel, was wir jetzt hier brauchen. Und irgendwie, also wir haben einen Tipp gekriegt vom Entwickler und der sagt, der Tipp, den wir gekriegt haben, heißt, manchmal muss man das letzte Teil, das noch übrig ist, opfern, um alles wieder zu bekommen.
So, das Problem ist bloß, wir sind überfragt, wie. Wir haben echt keinen Plan, wie wir das noch hinkriegen, wie wir das machen sollen. Was passiert, wenn wir fangen das Level nochmal von vorne an? Bitte, was wissen wir ja mittlerweile? So, erstmal alle Teile wieder einsammeln. So, dann machen wir den wieder raus. Klar, es geht um den Ventilator. Wir sollen irgendwas drüber schicken, das ist mir schon klar. Alles zu markieren, was wir brauchen. Wird jetzt nicht funktionieren, das ist mir schon klar, aber wir probieren es. So. Wir haben jetzt erstmal hier das verbunden. Ich meine, wir brauchen den Klotz gar nicht. Ich wollte aber eigentlich. Aha, das war dumm. Wir können von... Ach, der müsste doch von hier aus. Das geht nicht. Aber wir können doch jetzt theoretisch... Damit ist der Ventilator an. Und wir sparen uns das Teil. So, wir könnten das aber bestimmt auch machen ohne den Klotz. Okay. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch probiert. Nee, ich glaube nicht so. Ich glaube nicht, dass wir das so probiert haben. Aber wir krachen hier, glaube ich, voll drauf, ne? Das heißt, wir werden den Klotz brauchen, wenn wir da drüber wollen. Dass wir hier hingehen müssen. So, der Ventilator ist jetzt dauerhaft an. Und was bringt uns das? Nichts. Warum kann ich nicht einfach das Licht direkt hochbindeln, ohne das Ding? Was übersehen haben. Guckplatte. Da müssen wir aufkommen. Einkommen, das kriegen. Das müssen wir aufkriegen. Hier ist einer. Funktionieren? Nee. Weil es ja nach unten leuchten muss. Da wird die Tür immer im Weg sein. Genauso wenig wie wir jetzt den hier greifen können. Okay, also wir könnten das theoretisch umgehen. Hinten links scheint ein offener Durchgang zu sein. Das heißt, da müsste ein Tor öffnen stehen. Hinten links, warte, wir gucken. Hinten links scheint ein offener Durchgang zu sein. Meinst du jetzt da, wo ich gerade hinziele?
Das ist nicht offen. Das ist nicht offen. Da ist eine Wand, das war das Tor, was wir vorhin schon ein paar Mal aufgemacht haben. Aber wir kommen dann nicht durch, weil auf der rechten, also genau. Weiter rechts. Hier ist mich zu. Bestimmt da in der Mitte. Ja, wir kommen bis hier hin, wir kommen bis dahin. Ja. Beim Gitter, aber hier sind überall Gitter. Also du meinst jetzt hier wahrscheinlich in dem Bereich. Hier ist aber alles zu, weil hier ist eine blaue Wand, da ist eine blaue Wand, hier hinter aber ja, ein Stein. Da durch. Hier kommen wir nicht rein. Wir kriegen es ja nicht hin, dass wir diese Lichtquelle weiterleiten. Das heißt, das ist nur ein Empfänger. Das kann immer nur empfangen. Das ist ein Sender. Verteilen können wir nur mit den Dingern. Ich kann nicht sagen, geht davon da direkt dahin. Das funktioniert leider nicht. Das heißt, ich muss immer so ein Zwischenteil reinklatschen. Prinzipiell ist es ja schon mal richtig, dass da eins hoch muss. Aber wie? Aber wie? Das ist die Frage. Also hier muss auf eine, alle Fälle einer hochgeschickt werden. Aber wir brauchen noch einen zweiten hier draußen, weil mit dem alleine. Das Game ist zu viel für mein Gehirn. Alles gut. Wir quälen uns ja auch schon ein paar Streams damit. Beide Sender mit der nach links rübernehmen erstmal. Beide ja, Sender das hatten wir ja schon. Wir also, hatten beide Sender schon. Ja, wir machen das einfach mal. Wir machen das. Komm mit. Wir machen das. Soll ich die vorher noch mit irgendwas verknüpfen? Beide Sender mit noch rübernehmen. Die Tore mit dem Ventilator und einem Würfel offen halten. Die Tore mit einem Ventilator und einem Würfel offen halten. Mit einem Würfel und einem Ventilator. Ich glaube, es muss aber andersrum. Hier der Würfel, da der Ventilator. Wegen höher. So, das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Ich hoffe aber, du hast jetzt nicht nachgeguckt, hä? Das sieht halt so. Klingt gerade so. Okay. Na, das sollte ich ja dann machen, wenn es zu blöd wird. Genau. Also, ich kann das jetzt rüberschicken. Das Problem ist, wie komme ich hinterher? Weil ich komme erst rüber, wenn ich noch was mitnehme von dem, der, also sprich das Teil dahin. Also ich kann das jetzt rüberschicken. Das ist da drüben. Aber ich komme nicht rüber. Das heißt, wir müssten zwangsläufig. Das mitnehmen und hier Strom drauflegen. Weil ich sonst nicht rüberkomme, weil ich kann hier jetzt nichts verknüpfen, ne? Das ist jetzt die einzigste Möglichkeit, um rüber zu gehen. Ohne Würfel. Du mit dem Ventilator und dem Verteiler dran. Dem Verteiler an der Hand. Das hatten wir noch nicht probiert. Das hatten wir noch nicht probiert. Mit dem Ding in der Hand. Moment. Alter, wenn das jetzt funktioniert. Wenn das in diesem Sinne jetzt schon wieder so einfach ist und wir die ganze Zeit so kompliziert gedacht haben. Ja. Oh, ich glaube, ich bin aus. Oh, das müsste gehen. Ja, weil, stimmt, weil, warum halt denn das Ding immer mit dem Würfel rüberschicken, wenn wir so in der Hand nehmen können und selber rüber katapultieren können? Das macht Sinn, ja klar. Oh, wenn das jetzt wirklich so einfach ist. Aber ja, auf manche Sachen kommt man halt einfach nicht so schnell. Wir haben halt einfach zu kompliziert schon wieder gedacht. Hey. Vielen lieben Dank, Daniel. So kommen wir ja auch da durch. Damit ist die Tür erstmal offen und wir kommen das Teil ran. Das so. Habe ich erwartet. Ich auch, aber wir können erstmal hier die Tür öffnen. So, das hätte jetzt zum Vorteil. Warte. Ich denke mal, jetzt werden wir mit dem Licht da hinten arbeiten müssen. Ja, wir werden jetzt den hier draufstellen müssen und hier hinter Licht legen. Dahin, damit der zweite dann dahin verknüpfen kann. So, das Problem ist bloß, wenn ich jetzt den hier rausziehe,
Oder kann ich... Warte. Ach, das geht ja nicht, wenn ich jetzt hier... Wollte jetzt das Licht mit dem hier verknüpfen. Also wenn ich einen rausziehe, geht er die Tür zu. Warte. Doch, ich habe eine Idee. Wir holen einfach einen Klotz rüber. Jetzt können wir ja einfach durchlaufen. Gerade geht's ja einfach, beziehungsweise kann man auch einen Klotz nehmen. So, wir machen mal so. Damit ist das Tor offen. Wir können jetzt ohne Probleme und das heißt, die beiden werden nicht mehr. Doch, die beiden werden noch benötigt, weil ich muss erst alles rüberholen. Ich komme zwar jetzt hier raus, aber ich habe die Tür ja hier noch nicht offen. Ich müsste jetzt hier irgendwie. Kriege von den Kind raus. Was hatten wir noch? Wir haben noch Ventilator, wir haben noch. Mit dem hinter dem Gitter verknüpfen. Du kannst noch nicht mit dem hinterm Gitter vorher verknüpfen? Mit welchem hinterm Gitter meinst du? Meinst du den hier? Mit dem haben wir uns ja verknüpft jetzt. Ja, na, kannst du jetzt nicht den damit verknüpfen, weil der kriegt ja Strom. Da kannst du doch den ersten rausnehmen. Da kann man den ersten rausnehmen, ja. Genau. Das erste raus. Kommen wir hoch genug, dass wir an den Ventilator rankämen? Mm-mm. Doch, da. Doch. Ja, dann könnten wir das nämlich vorbereiten, dass wir den brauchen wir da nicht. Den brauchten wir nicht. So, wo war der jetzt, den wir jetzt nicht brauchten? Das war der. Der wird da nicht rangehen, auf alle Fälle nicht. Da geht er nicht ran. Den ziehe ich mal an. Nein. Aber, weil ich ins Licht gerannt bin. Scheiße. Kriege ich die Tür wieder auf? Nee. Muss das Ding nochmal rüberschießen. Und der ist jetzt auf. Ja, der ist auf der anderen. Nee, der ist ja schon auf der anderen Seite. Ich muss mich rüberschießen. Nee, du musst das, müsstest das mit dem anderen Licht neu verknüpfen. Ja, das Problem ist. Vom Anfang. Wo ist denn jetzt das ganze Zeug hin? Ich brauche ja hier noch. Ich muss jetzt. Achso, da. Ich komme jetzt ja nicht mehr rüber, ne? Weil ich einmal ins Licht gerannt bin. Mensch! Na, oder du nimmst den Würfel jetzt erstmal runter. Da ist aber das Licht weg. Dann geht die Tür zu. Dann habe ich ja keinen Strom mehr. Dann geht da die Tür zu. Hm, ja. Ich brauche die ja gerade noch, sonst komme ich ja nicht raus. Ich glaube, wir haben uns gerade durch diese Aktion gerade selbst verarscht. Na, dann nochmal von vorne. Jo, nochmal von vorne. Aber gut, wir sind schon mal weiter. Dank Daniel. Bist du auf die einfachsten Ideen, da kommen wir nicht mehr drauf. Nö, weil wir von dem Spiel einfach schon zu sehr verarscht wurden. Ja, an sich nicht, aber wir... Doch. Na gut, bei manchen Spielen war, Regeln war es einfach so, wo du dachtest, Alter, ernsthaft so einfach. So, so, hopp, hopp.
Ja. Wie hat man das gemacht? Ach so. Jetzt den Würfel holen. Genau, den Würfel holen.